In dieser Folge der Prinzenstory führt uns Prinz Stefan erst ins südöstliche Lipperland nach Blomberg und dann zurück in die Zeit der Weserrenaissance. 3, 2, 1, los geht's! Blomberg war im 12. und 13. Jahrhundert die Residenz der lippischen Grafen. Aus dieser Zeit hat sich die Stadt mittelalterliche Romantik bewahrt. Blomberg gilt im lippischen Städtekranz als die Blumenstadt. Und Blomberg war auch einmal Residenz. Das heißt, im Mittelalter, vor Detmold, hat man auch in Blomberg residiert. Das heißt, auch in Blomberg gibt es eine Kirche mit einer Grablege und sehr, sehr kostbaren Sarkophagen aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Und es gibt die Geschichten des sogenannten Alheidbrunnens. Das heißt, dass eine Nonne Hostien geklaut und in diesen Brunnen geworfen hat und dann dadurch ein Wallfahrtsort entstanden ist um diesen Brunnen herum. Und das war im Mittelalter einer der sehr bedeutenden Wallfahrtsorte in Nordwestdeutschland. Über 700 Jahre Stadtgeschichte in Blomberg im Kreis Lippe. In keiner Region Deutschlands lassen sich heute noch so viele Renaissancebauten erleben wie hier. Der großartige Baustil dieser Zeit ist ein kunsthistorischer Leckerbissen. Und das alles an einer ganz besonderen Straße. Wir haben hier die Straße der Weserrenaissance. Das zeigt einfach, dass es in der Region sehr viel Gebäude aus der Renaissance gibt. Und zwar nicht nur Schlösser, sondern eben auch Bürgerhäuser und Rathäuser und selbst Bauernhäuser aus der Weserrenaissance sind hier erhalten. Warum Weserrenaissance? Der ganze nordwestdeutsche Wirtschaftsraum war im 16. Jahrhundert sehr reich. Mit dem Dreißigjährigen Krieg war dann dieser Wohlstand zu Ende und es gab einen Wiederaufbau in Deutschland. Und dieser neue Wohlstand hat den westfälischen Bereich nicht so erreicht. Mit der Folge, dass man auch nicht die wunderbare Renaissancebauten abgerissen und neu gebaut hat, sondern dass sie einfach erhalten geblieben sind, weil man nicht das Geld hatte. Und dadurch gibt es in dieser Region hier noch so viele Renaissancebauten. Und deswegen sagt man auch Weserrenaissance, weil das halt speziell im Weserraum diese Gebäude erhalten geblieben sind. Wie gut, dass damals das Geld fehlte. So viel zur Weserrenaissance. Wir machen jetzt einen Sprung in die Moderne, denn Prinz Stefan ist mit dem E-Bike unterwegs. Warum? Weil er uns unter anderem mitnimmt zum Mausoleum der fürstlichen Familie. Das wird spannend. Dranbleiben, hier ist die Prinzenstory.